vorgestellt Forager von Hopfrog, unterstützt durch Humble Bundle. Ja, recht herzlichen Dank an Mariano Cavaliero, so wird er wohl ausgesprochen, der mir den Key zur Verfügung gestellt hat für dieses Spiel. Es kommt raus am 18. April 19, das ist auch gleichzeitig das Datum von diesem Video. Ja, und wir können mal schauen, was denn da so los ist. Extras gibt es hier zum Beispiel. Da klicken wir mal rein und wie ihr seht, schaltet weiter Inhalte frei, indem du Heldentaten vollbringst. Also, da sind noch einige Sachen, die man mit irgendwelchen Punkten freischalten kann. Dann Entwicklungsplan, Base Game ist jetzt gerade sozusagen dran und dann möchte man auch noch erweitern mit Farm Life und Combat Update. Und ja, dann gibt es noch Fragezeichen. Ja, ist also noch nicht so klar, was da noch weiterkommen könnte. Community könnt ihr auf Discord, Twitter, Instagram und natürlich auch per E-Mail mit den Herstellern in Kontakt treten. Jo. Dann Config gibt es nicht ganz viel. Deutsche Sprache kann man ja auswählen. Gibt es in verschiedenen Sprachen halt. Ja, ich habe gar nicht durchgeguckt. Hier Türkisch, Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Deutsch. Vollbild machen wir gerade. V-Sync an. Wenn nicht, dann ist das Spiel, wir können es ja mal gerade ausmachen, wie ihr seht, dann wie wild am Laufen. Sound haben wir hier. Musik haben wir hier. Kann man ein bisschen leiser noch machen vielleicht. Und da kann man das so überlegen. Natürlich machen, ist Joystick unterstützt. Tastenumbelegungen, das ist okay. Gut, das haben wir. Verlassen kann man hier und dann gehen wir mal hier rein. Ich kenne das Spiel noch nicht, wie ihr seht. Neues Spiel. Menü öffnen geht mit Escape. Okay. Und dann haben wir ein Menü. Ausrüstungsitem. Items. Hier ruft mir jemand, dass ich etwas bauen soll. Das ist ein Tutorial. Ja, sieht so aus. Industrie. Ich soll einen Ofen bauen. Und für den Ofen braucht man Stein, oder? Nee. Steine braucht man da. Und die muss ich erstmal haben, um dann bauen zu können, würde ich jetzt mal sagen, oder? Wie ist das? So. Hier unten geht noch mehr, aber passt nicht auf den Bildschirm, oder wie sehe ich das? Also, das klappt man ja wieder ein, okay. Ja, es ist da tatsächlich gefragt und es ist gefragt, 10 Ofen zu haben. Jetzt ist die Frage, wie das Spiel funktioniert. Ne? Ich glaube, wir klicken das mal an. Ah, beginnen wir mal mit dem Bau eines Ofens. Sieht irgendwer irgendwo? Ah, jetzt kommen die Steine. 4 waren es, okay. Achso, vielleicht mit den Pfeiltasten bewegen, ne? Geht. Cool, oder? Und wir bauen ab. Sammeln auf. Haben 8 Steine. Und wie ihr seht, funktioniert das auch, ne? So, jetzt haben wir 11 Steine. Escape Wasch Menü. Bauen sollten wir. Industrie sollten wir. Ofen sollten wir. Und da geht's dann auch. Ja, bauen wir den doch mal dahin, oder? So, dann sollen wir eine Schmiede bauen. Für die Schmiede brauchen wir Eisenbarren und Ziegel. Okay. Eisenbarren und Ziegel. Da müssen wir E drücken, um zu interagieren. Ah, kann man auch Eisenbahnen dran bauen, okay. Und Ziegel, alles im Ofen. Material. Stein wird benötigt und Kohle. Ich weiß jetzt nicht, waren das wir, die wir brauchen? Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich jetzt an. Müssen wir nochmal Escape drücken vielleicht. Gucken nochmal rein. 4 Ziegel, 4 Eisenbahnen, okay, dann habe ich das. BSD geht auch steuern. Linke Taste, Maustaste, macht etwas. Okay, da brauchen wir nicht so viel von. Und jetzt ist die Frage, was ist das? Gold? Sehen wir gleich, ne? Golderz tatsächlich. Und hier ist bestimmt Eisenerz. Wegen Blau und so. Ja, das war Eisenerz und dann wird das vielleicht Kohle sein, oder? Also es spawnt immer wieder Neues, ne? Wie wir gerade sehen. Kohle haben wir erst 2. Hm. Das ist natürlich jetzt nicht so schön, ne? Weil uns fehlt dann da was. Müssen wir warten, bis was passiert, oder wie sehe ich das? Ne, da kann man es abreißen, okay. Dann machen wir doch erstmal die Ziegel.
Okay, die gehen noch nicht, oder ich habe vielleicht. Ach so, Kohle nur zweimal und Steine 12 von 4, okay. Und dann werden die hergestellt. Sehr interessant. Okay. Da sehen wir auch, wie es passiert. Okay, da ist es rausgekommen. Ah, da oben ist Eisen. Gespawnt. Ja, dann gucken wir mal, dass wir das kriegen. Läuft, ne? Wofür das ist, weiß ich nicht. Kann man nicht erkennen. Keine Ahnung. Ich glaube, die Ziegel haben wir gerade aufgehoben, ne? Eisen haben wir. Mehr Steine haben wir. Oh, Tag-Nacht-Wechsel gibt's auch. Sehr interessant. So, und Eisenbahn. Können wir nicht wirklich machen, weil uns Kohle fehlt, ne? Okay. Wir brauchen also Kohle. Jetzt ist die Frage, wo kriegst du Kohle weg, ne? Hier gibt's noch keine Kohle. Jetzt können wir mal Holz abfällen. Abfällen hört sich cool an, ne? Ich bin erschöpft, okay. Der muss dann schlafen, oder was? Aber wie geht das denn? Hungrig ist er auch. Okay, da können wir wahrscheinlich was gegen machen, indem wir einfach die Bären machen. Und gehen wir mal hier hin. Okay, ein paar draufklicken, dann ist er das wohl. Wo ist Energie? Ach so, da oben, okay. Bauen, Industrie, immer noch Schmiede angewählt. Ziegel haben wir zwei, brauchen wir noch zwei und Eisenbahn. So, jetzt ist die Frage, wie? Ne, den können wir bauen, möchte ich aber gar nicht. Wie kommen wir jetzt an Kohle, ne? Schwierig. Oh, wir haben Stufe Aufstieg gehabt, okay. Da gibt es einen Skillpunkt oder was? Ausrüstung, Item, Skill. Okay, da kann man dann skillen. Industrie, Wirtschaft, Magie oder Wildbeuter, also Forager. Das heißt Wildbeuter nämlich. Magie, Wirtschaft oder Industrie. Tendenziell würde ich jetzt mal Industrie auswählen. Schaltet Stahl frei, schaltet Glas frei. Erfahrungspunkte beim Bauen von Gebäuden. Kann ich das jetzt wählen? Ich weiß nicht, ob ich schon lernen. Ah, linke Maustaste gedrückt halten, okay. Steht ja unten runter, ne? So, und dann, dann geht's weiter mit Schreinerei und Näherei. Gute Idee mit dem Wirtschaft machen, beziehungsweise Industrie, weil wir dann die Schreinerei machen können, ne? Schaltet Frackern frei, Gebäude kosten um 25% weniger Holz, okay. Ja, das ist ja schon mal was. Skilltree, voll cool. Okay, ich weiß nicht, ob der jetzt... kommt mir vor, als ob er sich schneller bewegt, oder? Aber wer weiß. Golderz, Steine haben wir. So, und dann essen wir mal nochmal was. Ja, jetzt ist die Frage, wie weiter geht's. Herzchen ist dann wahrscheinlich auch, was das hier ist, weiß ich nicht. Soll das Gesicht sein? Ich weiß nicht. Da ist eine Biene, ja, wahrscheinlich eine Biene oder was, ich habe keine Ahnung. Was die macht oder nicht macht, ne? Was uns jetzt definitiv fehlt, ist Kohle, ne? Also linke Maustaste drücken und du baust ab, ne? Holz kriegen wir auch ganz viel. Was können wir noch so bauen? Items, was ist das? Achso, das ist das. Bauen, Industrie. Hat sich da was geändert? Nein. Können wir bei den Farmen was machen? Eine Brücke, Fischfalle. Okay, dann geht das andere zu. Ja, Wirtschaft geht noch nichts, Magie geht noch nichts. Wahrscheinlich wegen noch in einem frühen Stadium des Spiels. Nein, wir haben ja morgen Release. Also ist jetzt nur die Frage, was für ein Release das ist. Ja, da muss man gucken, was da noch kommt, ne?
Stein haben wir genug. Eisen kommt auch. So, dann muss man erst aus dem Menü raus, dann klappt das auch mit dem Laufen, ne? Ich weiß nicht, was das hier ist. Und da gibt es ja auch so zwei Markierungen. Die haben aber wohl nichts zu bedeuten. Ja, ich kann jetzt auch nicht irgendwie was mit dem Holz machen, ne? Wäre jetzt interessant, zum Beispiel Holzkohle zu machen, ne? Da ist ein Busch wieder gekommen. Wir sammeln mal erstmal, ne? Irgendwann haben wir genug gesammelt und dann. Vielleicht, wenn wir alle Steine weg haben, dass dann eher Steine spawnen. Gute Wahl, aber es ist ein cooles Spiel, muss ich sagen. Gefällt mir jetzt schon mal. So wie es aussieht, kann man ja Land kaufen und dann erweitern. Beziehungsweise, das habe ich irgendwo gelesen und ich habe es schon irgendwo gesehen. Das ist das halt. Blümchen kann man nicht wegmachen, ne? Nö. Ja, es kommen immer mehr Dinge, sag schon. Oh, guck mal, da war noch Eisen hinter. Ja, genau. Haben wir nicht gesehen, ne? Ach so, da gibt's auch Zitronen. Haben wir mit Zitronen gehandelt, wa? Einer geht noch. Mehr will ich nicht machen. Ja, da haben wir schon einiges gesammelt, aber uns fehlt definitiv ja nur mal die Kohle, ne? Ach so, da steigert mehr die Ausdauer, die Zitrone, okay. Jetzt aber nicht gesehen, welcher Baum das war. Ja. Ja, ich hau mal die unteren Bäume weg, weil vielleicht sich da irgendwie was hinter verstecken könnte, ne? Also das hier macht nichts aus, da wächst trotzdem noch ein Baum drauf. Diese Markierung auf der Karte hat wohl keine größere Bedeutung. Leider wieder nur Eisen. Würden wir uns bestimmt tierisch drüber freuen, wenn das was anderes wäre, ne? Stufe 3. Wir haben wieder einen Skillpunkt bekommen und können da wieder mit ausbauen. Ah, hier hinter ist schon mal was. Da können wir nämlich nie weiterlaufen. Ein Bärenbusch. Da ist auch noch was. Mal schauen, was. Wieder Bären. Ja. Leider wieder nur Eisen. Das Falsche gespawnt. Ja, vielleicht wäre Wirtschaft doch nicht verkehrt gewesen, in dem Sinne, dass wir vielleicht was hätten verkaufen können und dadurch vielleicht an Kohle gekommen wären. Und es wird wieder Nacht. Ich sollte essen, ja, mach mal den Stein noch fertig und dann darf es auch essen. So, voll. Noch nicht ganz einen noch. So, jetzt voll. Ja. Wieder. Da unten ist Kohle. Endlich. Ach, das muss ein Glühwürmchen sein. Das macht um sich herum hell. Oder? Ziegel. Zwei müssen wir erstellen. Und das geht auch. Haben wir noch einen Stein. Ich hole mal lieber den Ziegel da weg. Nehmen wir den Baum noch weg. Und den auch noch, dahinter ist was, oder? Ja, aber nicht wirklich.
Da oben links ist das Kohle. Nehmen wir gerade das Eisen mit. Ja. Wunderbar. E für Eisenbau. Oh, einer fehlt nur. Dann können wir aber auf jeden Fall drei herstellen. Ja, geht langsam voran, ne? Dann haben wir zwei bauen schon. So, jetzt brauchen wir noch einmal Dingens. Einmal Kohle. Damit es vorangeht, ne? Müssen wir auch schon wieder essen. Läuft, ne? Okay, da gab es dann die Orange oder Zitrone. Da sind Zitronenbäume. Dahinter verbirgt sich auch was. Leider ein Stein. Also Steine haben wir wie Sand am Meer, ne? Zitronen haben wir 6, Holz können wir ganze Farm mitmachen und wir haben schon wieder eine Stufe auf Skillpoint 2, oder habe ich einen nicht gemacht? Ich hatte einen nicht gemacht, das ist es. Ich kann neue Skills lernen, genau. Ausrüstung, Skills. Ja, dann gehen wir doch auf Schreinerei, oder? Schalte Fackeln frei, Gebäude kostet um 25 Brennen Holz. Ja, und das kostet uns 2 Skill Points oder einen? Einen, okay. Dann gibt's hier Steinmetzarbeiten, Holzfällen, Schmelzen. Wildbeuter, Magie. Ich glaube, wir machen mal. Nein, komm, wir werden jetzt hier Steinmetzarbeiten. Ne, wir machen mal Holzfällen. Bäume geben mehr Holz. Bergbau. Angeln, okay. Gutes Ding. So, da haben wir jetzt mehr Holz gekriegt vielleicht. Uns fehlt immer noch ein Holz, eine Kohleeinheit. Um das wir weiterkommen. Ja, aber so, der Eindruck von dem Spiel können wir jetzt gerade so richtig gewinnen, denke ich mal. Muss man sicherlich hier viel rumhauen. Aber erster Eindruck ist ziemlich gut. Sieht ganz pfiffig aus sogar mit dieser Comic-Style-Grafik. Da ist irgendwas hinter, aber ich glaube, es ist Eisen. Ja. Es war oder ist Eisen. Okay. Ich sehe jetzt leider nirgends so was anderes wie das, was wir gerade gesagt haben. Bäume. Und sonst nix. Ich sollte essen. Machen wir das doch, oder? Einer geht noch. Konsum Eaten Barrel. Oh, wir haben Kohle gekriegt, da links. Dann nehmen wir die natürlich sofort an uns. Machen die auch noch gerade fertig. Ich hoffe, da fällt nichts ins Wasser. Ich glaube, das macht er nicht. So. Eisenbarren. Müssen wir noch einen haben. Mehr stellen wir jetzt auch gerade nicht her. So, und dann können wir ins Menü, Baumenü, Industrie und die Schmiede holen. Ich weiß jetzt nicht, ob das praktisch ist, das nebeneinander zu bauen oder sowas. Und damit haben wir das auch geschafft. Jetzt ist die Frage. Ja, gibt nichts, ne? Wir wissen jetzt, wie es geht.
Ah, Land kaufen. Ah, da. Wo? Aber wir haben kein Geld. Unten links sieht man das Geld. 60 bräuchten wir, um das zu kaufen. Keine Ahnung, kriegen wir vielleicht nur über Handel oder sowas. Und so können wir unser Land erweitern. Config, okay, das ist die Einstellung. Land bauen. Farm. Ah, da kann man jetzt eine Fackel machen. Für die Nacht. Wirtschaft geht noch nichts. Magie geht noch nichts. Farm. Eine Brücke müsste man dann vielleicht machen. Okay. Holz und Beeren braucht man dafür. Eine Fischfalle. Okay. Was können wir jetzt hier machen? Gehen wir mal dran, oder? Ah, jetzt kommt das eh. Eine Münze kann man da machen, einen Schlüssel kann man machen, schleimige Spitzhacke und eine Flasche. Wie geht eine Münze? Ah, aus Goldbarren. Goldbarren müssen wir ja schmelzen, alles klar. Schlüssel, Eisenbahn und Goldbarren, Spitzhacke, Eisenbahn, Gelee und Holz, Glas und Faden braucht man für eine Flasche. Mit dem Faden schon interessant. Näht man den Deckel oder was? Ja, Münzen gibt es durch Goldbarren, ne? Und die gehen ja dann in der Schmelze. Goldbarren. Aber da brauchen wir Kohle. Das will ich jetzt tatsächlich nicht machen. Hier können wir Glas machen, Ziegel, Kohle. Dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir nochmal hier rüber. Gucken uns das hier nochmal an. Nee. Gucken wir, nee, nicht bei Items, bei Bauen, Industrie. Nähstation, da brauchen wir 4 Ziegel. Faser haben wir nicht. Also hier würde ich sagen, kommen wir gerade nicht weiter. Dann würde ich mal eine Fackel bauen wollen. Ah, das erweitert unser Licht oder sowas. Okay. Damit wir auch im Dunkeln sehen, ne? Dann würde ich da noch eine hinstellen. So, und die Fischfalle, da brauchen wir noch mal Beeren für. Dann lass uns gerade die Beeren noch holen. Dann gehen wir hier unten mal hin und holen erstmal das, die Kohle. Die ist ja dann doch wichtig, ne? Gut, Fackel haben wir zwei. Dann machen wir da oben noch eine hin. Dann haben wir mehr ausgeleuchtet. Wofür es gut ist, keine Ahnung. Vielleicht kommen dann mal keine Gegner oder sowas. Zack. Und jetzt bauen wir noch eine Fischfalle. Keine Ahnung, wo die hinkommt. Da. Ne, dann mache ich sie da mal hin. Wir haben Stufe 5 erreicht. Okay. Gehen wir mal in den Baum hier. Skills. So, Schmelze. Wildbeute, Angeln. Bergbau. Steinmetzarbeit. Ja, mich wird ja dann doch mal das. Erhalte sofort 40 Münzen. Das ist Wirtschaft. Okay. Aber was macht sonst noch? Das ist die Frage, ne? Komm, probieren geht über Studieren. So, da schaltet er dann was frei. Prägung und Lagerung. Schaltet Tresor frei. Okay. Verlassen müssen wir das. Wir haben keine Skillpointer. Points. Schmiede erzeugt jedes Mal 4 extra Münzen. Okay. Ja, Magie, Wildbeute. Da müssen wir mal schauen, was wir da als nächstes machen. Schaltet Fackeln frei. Haben wir gemacht. Gebäude kostet um 25 weniger Holz. Gut. Haben wir das erstmal soweit? Die Falle da, ne? Ich sollte Land kaufen und expandieren. Ja, das habe ich mir schon gedacht, ne? Ich weiß jetzt nur nicht, die Fischfalle, ob da irgendwie ersichtlich ist, wie die funktioniert oder ob die funktioniert. So, Essen haben wir. Okay, sieht ja erstmal gut aus hier, ne?
Holen wir gerade hier die Kohle weg. Interessanterweise ist es so, wenn du nichts wegmachst, ne, dann wirst du zugebaut. Was war jetzt hier eigentlich? Münze, Schlüssel, schleimige Spitzhacke und eine Flasche. Wenn wir so die Goldbarren wohl machen. Ja. Jetzt machen wir das hier mal weg, weil sonst sehe ich nicht, was da mit der Fischfalle passiert. Habe ich noch keine Ahnung. Kann ich damit interagieren? Nein, hier geht nicht. Okay. Ich bin erschöpft, das heißt, ich muss wieder essen. Ja, cool, haben wir viermal. Was ist das? Land kaufen. Okay, 60, ja, können wir uns nicht leisten. Wir haben erst 40. Okay. Das bedeutet, wir müssen hier noch ein paar Münzen machen. Das heißt, wir brauchen Goldbarren. Können aber nur vier machen. Aber die können wir immer machen. Nirgendwo sehe ich hier was wie. Ne, da. Sag schon, ich sehe keiner. Gefangen? Wer ist gefangen? Ah, ein Fisch ist gefangen, okay. Und jetzt können wir interagieren, alles klar. Ah, die macht man einmal und dann geht die immer, das ist cool. Vielleicht nutzt die sich ab, könnte natürlich sein, keine Ahnung. Voll das coole Spiel auf jeden Fall, kann ich nur sagen. Macht wieder voll Fetz. Da muss man nur aufpassen, ne? Dass man da noch früh genug ins Bett geht, ne? Weil das fesselt einen wieder ungemein. Ja. Jetzt ist nur wieder die Sache, dass wir keine Kohle haben, ne? Da kann man hingehen. Da ist ein Busch gekommen, da ist Eisenerz gekommen. Ja. Das brennt das Eisenerz mehr wie Kohle, ne? Das ist schon krass. Aber was natürlich ist, wir müssen gucken, dass wir es viel machen, weil wir da ja Stufenanstiege auch durchkriegen, ne? Und mit jedem Stufenanstieg kriegen wir Skillpoints fertig und dann können wir vielleicht auch gucken, dass wir irgendwas erreichen mit vielleicht Bergbau oder sowas. Aber ich habe fast die Vermutung, dass mit dem Bergbau dann nur halt mehr Abbau ist von den Steinen und so, ne? Er ist erschöpft. Gut, ist nicht schlimm, kriegst was. Was macht er hier? Ah, 16. Gut. Okay, da ist wieder einer gefangen, ein Fisch. Gehen wir da mal hin zum Interagieren. Haben wir ihn. Ah, da ist Kohle. Dann holen wir die mal schnell. Und dann können wir hier wieder was machen. Goldbarren nämlich. Okay, nur zwei gehen. Dann bauen wir die mal gerade. Jetzt wird es glaube ich wieder Nacht, oder? Und wir haben gleich genug Erfahrungspunkte für Stufe 5. Oder ist es dann schon 6? Stufe 6. 5 haben wir ja gerade. Gut, dann wieder ab in die Skill Points. Was haben wir denn hier noch? Accessoires. Ach, das ist ein Rucksack, alles klar. Siegel, Artefakte gibt es hier noch. Werkzeuge und Waffen. Wir haben eine einfache Spitzhacke. Heldentaten. Okay, die kann man natürlich dann hier freischalten. Spiel das Spiel. Okay. Da gibt es aber einiges, ne?
Da gibt es aber ganz, ganz viel, was man da erreichen können muss. Oder nicht müssen, sondern können. Krass. Und unten drunter ist immer ein Balken, der gerade sagt, das habe ich schon geschafft und das noch nicht. Aber 1000 Items in deinem Inventar. Okay, da geht schon mal was. Baue 20 Gebäude. Naja, ich habe mal zwei eigentlich. Wieso? Haben die andere Werte oder was? Muss man gucken, ne? Spiel 3 Stunden lang. Naja, so weit sind wir noch nicht. Was wollen wir machen? Skill Points verteilen, ne? Land kaufen. Wir haben erst 40. Ausrüstung. Skills. Schmelzarbeit. Schaltet Feuerschalen frei. Gebäude kostet 5 weniger Stein. Gebäude kostet 25 weniger Ziegel. Man sieht ja, was passiert, ne? Was macht der Bergbau? Steine geben um 40% mehr Mineralien. Okay. Holzfällen haben wir schon. Was macht die Schmelze? Ofen sind um 45 schnell, Schmieden sind um. Das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Schaltet Leder frei. Nähstationen sind um 25% schneller. 4 extra Münzen. Ja, Magie haben wir noch nicht. Lagerung. Das war der Tresor. Holzfällen. Kann man das jetzt noch ausbauen? Ne, das will ich dann aber noch nicht. Ich glaube, wir machen das mal. 40% mehr Mineralien. Ich weiß nicht, was die Mineralien sind, aber wir gucken dann mal, oder? Schürfen. Steine haben eine Chance von 10% Juwelen zu enthalten. Erhöht die Chance beim Graben auf seltene Items. Okay, cool. Schaltet Bögen frei, schaltet Pfeile frei, schaltet gekochtes Fleisch frei. Aha, dann kann man jagen. Aber wir haben ja gar keine Tiere, wie soll man dann jagen? Gut. Ja, das ist jetzt sozusagen unser erster Eindruck von dem Spiel. Ich denke mal, das ist richtig cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir noch ein zweites vorgestellt haben davon machen, um noch ein bisschen mehr zu sehen. Aber hier würde ich sagen, lassen wir es in der ersten Runde erstmal so. Und es ist richtig toll. Humble Bundle, da könnt ihr es wahrscheinlich kriegen. Ich weiß nicht, ob es das auch woanders geben wird, aber erstmal, weil die Entwickler von Humble Bundle halt unterstützt worden sind. Hatte ich die Credits eigentlich gezeigt im Menü? Ich glaube nicht, ne? Aber der Entwickler, der ist ja nicht alleine, ne? Das wissen wir ja. Man, es ist schon wieder so, dass ich schon wieder die ganze Zeit hier nicht aufhören kann, ne? Das ist krass, so ein Spiel. Einfach nur krass. Gucken wir mal gerade rein. Hat sich nichts geändert. Achso, vielleicht sollten wir nochmal ins Menü gerade gucken, wo wir Land kaufen. Wir haben noch 40. Gucken, ob wir hier was mehr haben. Ofen, Schmiede, nee. Ist klar. Farm ist auch nicht mehr. Da ist gerade ein Fisch. Wirtschaft ist auch nicht. Magie ist auch nicht. Okay. Na, den Fisch lassen wir nicht zappeln. Den holen wir dann noch raus. Der arme Fisch. Da ist er. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir durch mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt und noch mehr, wenn ihr einen Daumen hoch der Folge gebt, damit es dann auch populärer wird. Und ja, ich weiß den Preis leider nicht, wie viel das Spiel kosten wird, habe ich jetzt nicht im Kopf. Ja, da denke ich mal, kann man bestimmt noch was machen. Wo kann man denn hier aus dem Spiel aussteigen? Ach, hier unten rechts wahrscheinlich, ne? Oder speichert er da nur? Er speichert da wohl nur. Wie kann man aussteigen? Gute Frage, ne? Item löschen, Item benutzen. Gibt's ja auch Menü. Config. Speichern und zum Menü. Ah, da geht's. Alles klar. Gut, Credits nochmal kurz. Die fliegen da gleich so durch. Der war der Entwickler. Die haben geholfen. Und die auch. Und die auch. Es geht rasend schnell durch. Ihr könnt natürlich das Video anhalten, dann könnt ihr auch sehen, wer da mitgewirkt hat. Credits und Special Thanks und weiß ich was. Alle dabei, ne? Die haben das alle bestimmt irgendwie supported. Ja, gut. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall machen wir ein zweites und das kommt dann eine Woche später. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis dann. Ich lasse das hier aber noch durchscrollen.
die sind es alle wert, die da drinne stehen, dass sie auch genannt werden, ne? Kuri zum Beispiel und ja, weiß ich nicht, wie sehr Thais, jo, 05 war da, Xai, Heim, ich weiß nicht, wie wir kommen, keine Ahnung, ich lasse es laufen. Kodo, Zep 0, Wim, Sirocco, alles Leute, die das supportet haben. Melanie T. Aaron Helms. Mark Witte oder wenig. Mario Tobias. Jakob. Ivan Diaz. De Schoptau. Alexis. Harukin. Jamie Pierce. Jordan. Meine Güte, sind das viele, ha? Anthony Waller. James Sweet. Kelly, Chris Kruse, Robert, Justin Diffey, Eric Bark, David Mitchell, Nils Mier, Jurt, Leilu, Young Park, Brian O'Junker, John Lapp, Jens Erner, Mappel, The Nicklev, Aaron Broad, Markus Klein, Blinger, Aaron, alphabetisch sortiert oder irgendwie sowas ist das jetzt nicht, also ich weiß nicht, wie lange es noch läuft. Ich denke mal, wir verlassen das und ich wünsche euch was. Tschüss.